Das ist aber kritisch. Oh, puh. So, warum Kinderserien immer schlechter werden? Wir hatten gerade erst das Dr. Watson-Video gesehen, ja, über kurze Aufmerksamkeitsspanne. Meine Vermutung ist, gleicher Grund, weil oft versucht wird, über Effekte und schnell und laut und bunt und knallig, wird oft versucht, über mangelnde Qualität hinwegzutäuschen. Es soll immer möglichst noch mehr aus der Menge rausstechen, noch mehr aus der Menge und noch mehr und noch auffälliger sein, und irgendwann... Oh. Und die Zeichnungen hingegen, nehmen immer mehr ab. Es wird immer stilistischer, also immer minimalistischer gefühlt. Und dadurch, weil es wahrscheinlich auch günstiger zu produzieren ist, ich weiß nicht genau, was der wahre Grund ist, ich habe keine Ahnung, vielleicht irgendwas Psychologisches, was ich selber nicht raffe. Und dadurch sehen die Sachen auch alle etwas ungeiler aus, um das mal so zu sagen. Oder vielleicht ist ungeiler einfach nur, weil ich es anders gewöhnt bin eventuell. Das weiß ich nicht. Ja, also wir gehen mal rein, mal gucken, was der Vic zu sagen hat. Warum Kinderserien immer schlechter werden, interessiert mich. Würde ich wirklich gerne wissen. Was genau habt ihr im Kopf, wenn man euch sagt, Kinderserien früher und Kinderserien heute? Kinderserien früher, bei mir, He-Man, She-Ra, Die Schlümpfe, Galaxy Rangers, dann die Ghostbusters mit dem Affen Tracy, was gab's noch? Gummibärenbande, Biberbrüder auch voll, sehr strong, Brave Star, Saber Rider and Star Sheriffs from the Sky. Die Gargoyles habe ich gerne geguckt, ich lese gerade Chat und gucke, Darkwing Duck, das war ein bisschen später, als das, aber Darkwing Duck auf jeden Fall, Chip and Chap waren immer großartig, oder A-Hörnchen und B-Hörnchen. Die Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, die Hero Turtles hießen damals noch, ne? Wir sind da, die Hero Turtles. Ich glaube, das waren die Hero Turtles mit Frank Zander in der Titelmelodie. Die Raccoons, um Gottes Willen. Das ist der immergrüne Wald, wenn Bert Raccoon nicht wäre. Oh, die Raccoons waren auch so gut einfach. Träumchen, DuckTales, auch unvergessen. DuckTales, oho. Aber von DuckTales gibt es ja jetzt eine Neuauflage und die unterstreicht vielleicht mit unserer Aussage. Obwohl ich den Stil nicht so scheiße finde, finde ich ihn schlichter als vorher. Und ich weiß nicht genau, warum man das so gemacht hat. Baloo und seine tollkühne Crew auf jeden Fall. Auch voll geil. Was haben wir denn noch alles? Captain Future habe ich nie wirklich geguckt. Tom und Jerry auch großartig damals. Tom und Jerry auch immer so schön. Und irgendwie manchmal auch ein bisschen herzerweichend. Manchmal sehr brutal. Manchmal aber auch ein bisschen herzerweichend. Ah, das war mal schön. Pinky and the Brain war ein bisschen später. Aber ja, auch das war eine großartige Zeit. Pinky and the Brain und, wie hießen nochmal, die Animaniacs und so. Sehr, sehr geil. Looney Tunes damals auch, aber Looney Tunes auch heute noch voll gut. Rockos modernes Leben und manchmal voll daneben. Rockos modernes Leben war auch richtig geil. Also war ein bisschen durch, aber auch richtig geil. Die frühen South Park-Folgen, sehr cool. Die aktuellen, ja, ach man, okay. Und bei den neuen bin ich, glaube ich, ein bisschen raus. Bei den neuen kenne ich mich vielleicht mehr in Richtung Anime aus. Weniger neue Cartoons, das weiß ich gerade nicht. Aber wir gucken mal. Ja, jetzt habe ich ja noch lange genug gelabert. Wir sind 4 Sekunden im Video und es tut mir leid. Entschuldigung, lieber Vic, sorry. Wenn ich persönlich an damalige Cartoons denke, habe ich unter anderem das hier im Kopf. Hey, Avatar, Herr der Elemente. Diese Serie war so ein Banger. Jedoch, wenn ich an moderne Cartoons denke... Ja. Nee, lass mal. Dazu muss man aber auch sagen, das sind zwei Extreme. Vielleicht bin ich voreingenommen. Okay. 1998 bin ich von Kasachstan nach Deutschland gezogen und dann wurde ich relativ schnell mit, ich sag mal, westlichen Cartoons konfrontiert. Aber nicht nur Cartoons, sondern auch Kinderserien, die, ich sag mal, einen anderen Stil hatten. Schaut euch zum Beispiel Thomas die Lokomotive an. Heute würde man sagen, was ist das denn? Aber die mochte ich. Thomas die Lokomotive, aber da habe ich auch nie geguckt. Mochte ich nie. Aber damals hat man das gar nicht so wahrgenommen. Und die Geschichten... Die haben sich noch was getraut. Es gab zum Beispiel diese eine Folge, das ist mir extrem als Kind hängen geblieben. Entschuldigung, wenn ich ganz unterbreche, aber erstmal geiles Tattoo. Ja, wollen wir es mal festhalten, das Tattoo ist sehr geil. Früher gab es bei vielen, und ja, Vic ist zu jung. Ja, das stimmt. Das stimmt. Vic ist so oft auf dem, was ich eher die Mittelstrecke der Cartoons nennen würde. Also Avatar, Herr der Elemente war jetzt eher später als das, was ich gerade eben alles aufgezählt habe. Das kam ein bisschen später, aber da waren Cartoons halt auch noch geil. Und was wollte ich jetzt gerade sagen? Ich habe es mal wieder vergessen, da ist meine Aufmerksamkeitsspanne mal wieder den Bach runter. Ich weiß jetzt nicht genau mehr, was ich sagen wollte. Ich habe es mal wieder vergessen. Ich spule mal kurz zurück. Warte. Das ist das N64-Logo. Ich weiß, deswegen sage ich ja, geiles Tattoo. Ach ja, was ich sagen wollte, in den damals Zeichentrickfilmen, ja, wie ich erwähnt habe, He-Man, She-Ra und so, gerade auf Tele 5 damals die alten, es gab damals immer noch eine Moral am Ende von der Folge. Ja, dann kam zum Beispiel He-Man oder She-Ra oder, nee, Bo in dem Fall oder das komische Eulending mit den Eulenohren. Und die haben dann gesagt, in der heutigen Folge haben wir gelernt, dass Freundschaft immer sehr kostbar ist. Ja, und dann wurde am Ende noch, wurde ihnen noch erklärt, wie das Leben funktioniert, wie man sich verhält. Einfach soziale Werte wurden dir vermittelt. Und heute die sozialen Werte, du musst die alle fangen, Pokémon, catch 'em all. Und dann bam. Und das sind die sozialen Werte dahinter. Wobei Pokémon vermittelt, glaube ich, auch Freundschaft, ja, und dass man Kreaturen am besten mit kleinen Balls einfängt. So, weiter geht's. Es gab zum Beispiel diese eine Folge, das ist mir extrem als Kind hängen geblieben, mit der Lokomotive Henry. Der Bruder wollte einfach nicht aus dem Tunnel raus. Es war nämlich schlechtes Wetter und Regen schadet seiner Lackierung. Man hat wirklich alles versucht, um diesen Henry da irgendwie rauszubekommen. Aber er war zu stur, er war zu pingelig. Es half nichts. Deswegen hat man den Tunnel einfach zugemauert und Henry bis ans Ende seiner Tage dort verrotten lassen. Über die Jahre fuhren andere Züge vorbei, riefen ihm zu, ha, geschieht dir recht. Klar, es ist die Konsequenz seines Handelns, aber ist das nicht ein bisschen zu krass? Boah, aber das ist bitter. Das ist aber bitter. Hikikomori einfach zumauern. So, ah, okay, Problem hat sich erledigt, ciao. Das ist halt unmenschlich einfach. Es ist hängen geblieben. Übrigens, Thomas die Lokomotive sieht heutzutage so aus. Bin da nicht so für. Wir sind nicht so. Ich weiß nicht, moderne Kinderserien haben immer etwas Bestimmtes an sich, was ich nicht so mag. Aber nicht nur Thomas hat ein Redesign bekommen. Kennt ihr Bob der Baumeister? Irgendwann sah da auf einmal so aus. Ich finde das ein absolutes Downgrade. Ich finde das ein... Ganz ehrlich, warte. Redesign bekommen. Kennt ihr Bob? Dieser Bob der Baumeister, der war noch... Das war so ikonisch. Weißt du, was ich meine? Der hat Charakter einfach. Du siehst einfach der Figur Charakter an. Der Baumeister? Und dieser hier. Und der sieht einfach mega generisch aus. Der sieht einfach aus wie irgendwas, was man sich aus dem Asset Store gezogen hat. Das ist einfach so, also mega low, mega lame, kein Wiedererkennungswert. Auch im Hintergrund sieht alles einfach nur so clean aus, so steril. Einfach so, da ist halt nichts mehr. Das weiß ich nicht. Da auf einmal so aus. Ich muss aber tatsächlich gestehen, dass ich die neue Bob der Baumeister-Serie nicht so schlimm finde, weil das Pacing ist okay und man lernt tatsächlich auch noch ein bisschen was dazu. Aber was mit Teen Titans passiert ist, darüber komme ich immer noch nicht hinweg. Es war so eine coole Serie. Es hatte so ein bisschen Anime-Vibes, es hatte ernstere Momente und es hatte eine Love-Story. Man wollte immer wissen, Robin und Starfire, werden die sich jetzt irgendwann die Liebe gestehen? Spoiler Alert. Ja, und es war super romantisch aufgesetzt. Doch auch diese Serie bekam ein Reboot und... jetzt gemacht. Ein Reboot und... Also Teen Titans sind die neuen Powerpuff Girls. Das war mein erster Gedanke, Powerpuff Girls. Das muss nicht heißen, dass es schlecht ist, ja? Kann ja trotzdem eine coole Serie sein, aber mit den alten Teen Titans hat das nicht mehr viel zu tun. Also das ist muss man Teen Titans Go ist mega beliebt. Es ist halt laut, es ist sehr bunt, es ist wahrscheinlich sehr überdreht. Sowas ist immer beliebt. Aber eben deswegen und vielleicht nicht unbedingt für die Storys oder für tiefgehende Messages oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, ne? Oder Chipmunks, das war damals irgendwie cool gezeichnet, das war charmant. Warum muss man das so melken und so ein extrem lieblos aussehen? 3D-Rebooter schaffen, wo die nicht mehr wirklich aussehen wie Streifenhörnchen. Ich meine, was ist das? Auf einmal sehen die so super menschlich aus, aber haben hinten trotzdem einen Schwanz. Es ist alles so komisch. Und Ben 10, ja, darüber möchte ich eigentlich gar nicht reden. Warum muss da alles immer mehr chibi und kindlicher aussehen? Ich will nicht mehr. Den Sender Kika hat es besonders schlimm erwischt mit dieser ganzen Umformung. Heidi früher, Heidi heute. Bienemaja früher, Bienemaja heute. Und das absolut Schlimmste überhaupt. Nils Holgersson früher, Alter, weil die Serie schön und charmant. Und Nils Holgersson heute. Ich sehe den Trend, dass alles irgendwie 3D sein muss, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist, ich vermute mal, animieren ist günstiger als zeichnen. Und vielleicht auch moderner, vielleicht ist es aber die Nachwuchsgeneration, die dann 3D-Sachen sehen will, weil 2D zu oll ist. Ich weiß es nicht genau, ich kann es euch nicht sagen. Das Problem, was ich dabei sehe, ist die Charaktere. Und es betrifft aber auch die neueren, ich liebe Pixar, aber die neueren Pixar-Filme oder Disney-Filme generell, weiß ich nicht genau, die sehen alle so austauschbar aus. Die Charaktere sehen immer gleich aus. Knubbelnase, riesige Augen, es sieht alles gleich aus. Es ist einfach so beliebig geworden. Ich weiß nicht. Ja, sieht alles aus wie billige Computerspiele. Ja, genau so. Ja. Kein Kommentar. Ich halte das alles nicht mehr aus. Und ich weiß, einige werden jetzt sagen, alles klar, du Millennial, wir wissen, dass du nostalgisch bist, komm mal in der Moderne an. Ich lebe halt in der Gegenwart. Aber es gibt ja auch moderne Cartoons, die wirklich gut sind, wo man merkt, okay, da hat man sich wirklich Gedanken gemacht. Dazu kommen wir noch. Und jetzt mal ehrlich, findet ihr das hier wirklich weniger lieblos als dieses Fließbandprodukt hier? Damals gab es so viele unterschiedliche Stilmittel. Wir hatten Cartoons, die sahen einfach aus wie ein Anime. Wie beispielsweise Avatar, Herr der Elemente. Kinderserien, die 3D waren. Cartoons, die aussahen wie straight up aus dem Comic. Bob der Baumeister hatte damals so einen interessanten Stop-Motion-Stil. Und natürlich gab es auch Albtraummaterial. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, wenn es um die Dinos geht. Oder um Angela Anaconda, wo alles aussieht wie ein Zeitungsausschnitt. Angela Anaconda war keine gute Serie, aber furchtbar. Der Stil ist wirklich einzigartig. Also das habe ich noch nie bei irgendeiner anderen Serie so gesehen. Versteht mich nicht falsch, heutzutage gibt es natürlich auch unterschiedliche Stilmittel. Aber es sind zwei, die in modernen Kinderserien besonders dominieren. Einmal dieses lieblose 3D und alles ist irgendwie super hektisch und plump. Wenn man das anguckt, hat man das Gefühl, dass man in der falschen Ecke von YouTube Kids gelandet ist. Und Cartoons, die diesen ganz bestimmten Zeichenstil haben. Ich kann das super schlecht erklären. Es sieht aus wie Flash, alles hat irgendwie kaum bis keine Schatten und Hektik ohne Ende. Generell ist das Pacing so viel schneller als damals, also das kannst du wirklich gar nicht miteinander vergleichen. Wirkt ein bisschen so, als wäre das angepasst für die Aufmerksamkeitsspanne der TikTok-Generation. Hey, das passt gut zum Video, was wir davor gesehen haben. Aber ich bleibe dabei, ich glaube eher, das schnellere Pacing soll einfach davon ablenken, dass es im Grunde genommen halt, wie gesagt, Fließbandproduktionen sind, ja, und dass Quantität inzwischen weit über Qualität geht. Ich glaube, bei geilen Serien ist das Pacing, glaube ich, kackegal. Da kann es, wie gesagt, kann auch ein bisschen ruhiger sein. Aber das Problem ist, ich glaube, ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es bei Kindern immer laut und grell und bunt sein muss, damit es geguckt wird. Kann halt auch sein. No disrespect, no front, so. Jede Sekunde muss irgendetwas Krasses geschehen, sonst könnte es ja passieren, dass das Kind wegguckt. Aktuell rewatche ich Ranma 1/2 zusammen mit meiner Freundin und klar, das Ranma 1/2 kamen gerade neue Bände raus. Die stehen da. Da kamen gerade, laufen gerade, ja, da kommt gerade so ein Reprint mit geilen, dicken Bänden raus. Nur falls ihr euch dafür interessiert. Ja, gerne mal bei Amazon schauen. Ja, warte, ich zeig mal kurz. Ja, warte kurz. So, die sehen, so sehen die aus. So. Band 1 und gut, hier kennt ihr ja. Sehr schöner Druck, sehr gut. Okay, komm, wir machen weiter. Warte, flupp. Zusammen mit meiner Freundin und klar, das ist ein Anime, aber trotzdem merkst du da einfach, wie viel Zeit sich Serien damals genommen haben. Da ist zum Beispiel eine Szene, da stehen Ranma und Akane 10 bis 50 Sekunden lang nebeneinander und es passiert nichts. Aber trotzdem ist das irgendwie spannend, weil eben haben sie gestritten und jetzt ist eine gewisse Tension in der Luft und man guckt das und fragt sich, okay, werden die sich gleich vertragen? Wird Ranma sich entschuldigen? Was passiert? Mit anderen... Und weil ruhige Momente manchmal auch einfach schön sind oder vielleicht was aussagen können oder etwas mittragen können, eben eine bestimmte Stimmung oder so. Und das braucht es eigentlich manchmal auch. Worten weniger ist manchmal mehr. Ich mag es, wenn Serien auch mal so ruhige und ernstere Momente haben. Ja. Ich glaube, das ist generell so ein gesellschaftliches Ding, weil wir einfach viel schnelllebiger geworden sind und dementsprechend sind auch unsere Inhalte so geworden. Und wie gesagt, natürlich gibt es auch moderne Cartoons, die sich sehr Mühe geben und die einfach nur extrem geil sind. Sei es Adventure Time, sei es Gravity Falls. Oh, Gravity Falls. Guckt euch unbedingt Gravity Falls an. So eine gute Serie. Und auch die erste Staffel Final Space. So gut. Oh, Alter. Echt, also wirklich. Ich hätte nichts erwartet, aber das hat mich, also Gravity Falls hat mich weggehauen. Hat mich so sehr weggehauen, dass ich mir hinterher direkt alle Comics geholt habe. Ich habe geflucht, dass es nicht weitergeht. Ich hätte mir da einfach mehr gewünscht noch. Die war wirklich richtig gut. Steven Universe. Und auch Rick and Morty hat was mit mir gemacht. Und zwar Existenzkrisen. Aber nur die ersten Staffeln. Und natürlich sitze ich hier und frage mich, okay, was davon ist jetzt wirklich wahr? Und wo lässt sich der Millennial einfach von seiner Nostalgie blenden? Bisher haben wir überwiegend nur über Zeichenstil und Stilmittel gesprochen. Aber gehen wir noch mal auf Inhalte ein. Ich finde es so krass, was damalige Kinderserien sich getraut haben anzusprechen, im Gegensatz zu heute. Bei Hey Arnold, da gab es eine Folge, da ging es einfach um Hitler, Junge. Arnolds Opa erzählt nämlich, dass er im Zweiten Weltkrieg Hitler höchstpersönlich bekämpft und besiegt hat. Pferde, vertrau mir, Bruder. Arnold selbst checkt relativ schnell, dass es Cap ist. Aber am Ende der Folge kommt heraus, dass der Opa im Zweiten Weltkrieg tatsächlich etwas geleistet hat, indem er einige Nazis aufgehalten hat. Es gibt sogar eine Statue von ihm. Deswegen nur halb Cap. Aber die Folge, wo ich wirklich Wasserfälle geheult habe, ist die Geschichte von Mr. Huynh und seiner Tochter. Er hat nämlich, als er noch in Vietnam gelebt hat, im Vietnamkrieg seine eigene Tochter verloren für mindestens 20 Jahre. Also 20 Jahre lang wusste er nicht, ob sie überhaupt noch lebt. Und am Ende der Folge gibt es das große Wiedersehen und ach du Scheiße. Ich werde wieder emotional, nur wenn ich darüber rede. Oder die Serie Braceface, die lief damals ebenfalls auf Super RTL. Der Main Character Sharon ist nämlich Vegetarierin und es gab eine Folge, da hat die so ein bisschen Kreislauf bekommen wegen Eisenmangel. Sie lernt so einen random Dude kennen. Er macht sich Sorgen um sie, aber hilft auf eine völlig falsche Art und Weise. Sie wird von ihm immer wieder eingeladen zum Hotdog essen und er behauptet zu ihr, dass die aus Tofu sind, aber in Wirklichkeit sind sie aus Fleisch. Das uff! Uff! Oh, das ist aber kritisch. Oh, puh. Das ist eine großartige Hilfe. Oh, was für ein nicer Dude. Oh, Heiratsmaterial. Oh, puh. Und das war die Lösung? Das war damals die Lösung? Ja gut, das ist nicht so gut gealtert, glaube ich. Zum Hotdog essen und er behauptet zu ihr, dass die aus Tofu sind, aber in Wirklichkeit sind sie aus Fleisch. Das hat er mit Absicht gemacht. It's a prank, it's a prank, bro. Irgendwann bekommt der Sharon natürlich raus, ist extrem schockiert und der Typ einfach nur, ja komm, ich wollte dir ja nur helfen. Komplett ohne Fleisch kann man ja auch nicht leben. Aber das Narrativ der Folge sidet natürlich mit ihr, weil sie war schon auf dem Weg der Besserung. Aber noch viel krasser ist die Folge mit ihrem Großvater. Ach du Kacke. Er lernt nämlich einen muslimischen Mitschüler kennen von Sharon und sagt dann so, ach du bist Araber. Hast du einen eigenen Harem? Hast du schon deine eigenen Kamele? Und meint das dabei gar nicht hasserfüllt, sondern wirklich aus Neugier heraus. Und Sharon ist es natürlich super unangenehm, weil er da auf einmal mit Stereotypen um sich wirft. Irgendwann sagt er dann auch, haha, jeder weiß, dass Asiaten nicht richtig Auto fahren können, hahaha. Und Sharon wird mit der Frage konfrontiert, ist mein Opa ein Racist? Am Ende der Folge sieht man ihn Modellflugzeug spielen mit zig ausländischen Kindern und Sharon realisiert, okay, der ist nicht ignorant aus Hass heraus, sondern weil er einfach super altbacken in irgendeinem Dorf lebt, nie mit anderen Kulturen konfrontiert wurde, aber eigentlich ist er doch ein netter Mensch und er gehört zur Familie. Klar, kann man sich natürlich drum streiten, ob das die richtige Message ist, aber dass eine Kinderserie aus dem Jahre 2001 so eine Sache anspricht, das ist schon mutig. Aber am krassesten war wirklich die Serie Disneys große Pause. Jede einzelne Folge spricht unterschwellig irgendein ernsthaftes Problem an. Da gibt es zum Beispiel die Folge Die Kiste, wo eine neue Bestrafung eingeführt wird, dass wenn ein Kind in der Pause irgendeine Scheiße baut, in die Kiste muss. Und die Kiste ist in Wirklichkeit einfach nur ein mit Kreide aufgemaltes Viereck auf dem Boden. Also es sind einfach nur 4 Striche. Der Main Character TJ muss als erstes rein und fragt sich erst einmal, was soll daran so schlimm sein? Dann chill ich hier einfach ein bisschen rum. Aber realisiert relativ schnell, boah, die Zeit vergeht doch schon sehr langsam und 10 Minuten fühlen sich auf einmal an wie 10 Stunden. Und während die anderen Kinder auf dem Pausenhof spielen und Spaß haben, wird TJ in der Kiste immer verrückter und so richtig gefügig gemacht. Ich glaube, das muss ich nochmal gucken. Ich habe das damals geguckt, aber ich kann mich nicht erinnern, da jemals irgendwas draus mitgenommen zu haben. Außer Unterhaltung. Vielleicht sollte ich ja inzwischen nochmal mit ein bisschen mehr Weitsicht drauf schauen, eventuell. Die Folge war so prägend, ich habe da nie irgendwas... Weiß nicht, ob das nur als Unterhaltung. Die haben mir echt mega viel angesprochen. Ich glaube, ich muss doch nochmal richtig gucken. Die Serie war deep. Okay, Braceface kannte ich gar nicht, die Serie. Also überhaupt nicht. Aber große Pause habe ich damals immer geguckt. Also nicht immer, aber oft geguckt. Öfter geguckt. Aber nie mitbekommen, dass, okay, muss ich vielleicht wirklich mal gucken. Ja genau, es ist immer ein Unterschied. Es ist wirklich immer ein Unterschied. Manche Sachen sieht man dann erst, wenn man erwachsen ist und vielleicht ein bisschen Ahnung vom Leben, von Dingen hat oder sonst irgendwas. Als Kind schaut man auch gerne sehr unschuldig auf Dinge. Ja. Nachdem er endlich draußen ist, ist er so, ja, Miss Finster, ich tue alles, was Sie wollen, Miss Finster. Quasi eine Anspielung darauf, wie du von autoritären Mächten gefügig gemacht werden kannst, sobald man deine Freiheiten extrem einschränkt. Oder wer von euch kennt die Folge Bazillenkrieg? Da geht es darum, dass der Nebencharakter Gus einen Putzfimmel entwickelt, nur dadurch, dass er herausfindet, dass in Wirklichkeit überall Bazillen und Bakterien sind. Dadurch, dass einige Lehrer und Schüler in der Schule krank werden, fühlt er sich noch mehr bestätigt und möchte die ganze Schule säubern. Kommt sogar irgendwann im Schutzanzug zur Schule. Am Anfang halten ihn die anderen so ein bisschen für crazy, aber Gus schafft es, seine Mitschüler zu überzeugen. Mit Manipulation, Propaganda, irgendwelchen Bildern aus dem Internet, die eklig sind, die er ausgedruckt hat. Und auf einmal wird es in der Rhetorik so richtig faschistisch. Auf einmal wird davon gesprochen, dass die Bazillen eine Art Untervolk sind, in den Reihen unseres Volkes und die gehören alle ausradiert. Wenn diese Bazillen erstmal ausgelöscht sind, dann werden wir hier eine traumhafte Schulzeit verbringen. Und am 23. wird es richtig abgehen! Ein anderer Nebencharakter, Mikey, versucht das Ganze aufzuhalten, weil er diese Bazillen als marginalisierte Gruppe sieht, die diskriminiert wird. Hat er gerade gesagt, die Bazillen wären unsere Freunde? Verschwinde von der Bühne, du linke Bazille! Der linksgrün versiffte Mikey. Alle sind irgendwie voll in ihm Radikalisierungsfilm. Da ist ein Typ, der Mundschutzmasken verkauft. Und irgendwann kommt ein Reinigungsteam und Mikey setzt sich einfach auf die Straße, damit der LKW nicht weiterfahren kann. Das heißt, du hast einfach Faschismus, Corona und letzter Generation in einer Folge gebündelt. Ich weiß, was ist denn da los? Sag mal. Hä? Ich muss halt echt mal wieder gucken. Da ist ja alles drin. Holy shit, da ist ja einfach alles drin. Oh, wie gut. Ja, echt Zukunft vorhergesagt einfach. Hä? Okay, das ist krass. Zu einer Zeit, wo das alles gar nicht war. Diese ganzen Kinderserien damals versuchten schon immer irgendwie unterhaltsam zu sein, aber auch moralische Werte mitzugeben. Alle Menschen sind gleichwertig, Mobbing ist schlecht. Und das Wichtigste, es gibt immer Konsequenzen durch extreme Handlungen. Egal in welcher Form. Guck, natürlich gibt es auch moderne Kinderserien, die... Ich glaube, das ist was, was heute sehr oft fehlt, dass Sachen, die man tut, aber oft auch Sachen, die man sagt, haben Konsequenzen. Dass die Konsequenzen haben, dass die nicht konsequenzlos bleiben. Und niemand ist in der Situation, dass das, was er sagt, öffentlich, oder das, was er tut, öffentlich, manchmal auch privat, je nachdem, dass das ohne Konsequenzen bleibt. Diesen Luxus hat niemand. Niemand. Und wenn du öffentlich etwas schreibst, dann musst du auch mit den Konsequenzen leben. Aber nicht unbedingt, wenn es aus dem Kontext gerissen wird. Und manche Sachen sind übrigens kein Kontext. Leute wollen es nur so darstellen. Aber hey. Okay, genau, Aktion und Reaktion, ganz genau. So ist es. Die gute Werte vertreten. Und natürlich muss nicht... Kann mir das egal sein? Ja, mein kann mir das egal sein zum Beispiel, stehe ich immer noch hinter. Das wurde komplett aus dem Kontext gerissen, weil zu dem Zeitpunkt habe ich mich kritisch J.K. Rowling gegenüber geäußert und habe eine Mail bekommen, da wollte mir jemand schreiben, all die tollen Vorzüge. Und da habe ich halt gesagt, okay, aber J.K. Rowling spielt in meinem Leben keine Rolle. Das kann mir doch egal... Ne, kann mir die bitte egal sein? Ich will das nicht wissen. Ich will nicht, dass ihr mir irgendwelche tollen Sachen über die Frau schickt. Das interessiert mich gar nicht. Und wie wurde es hingestellt? Es wurde einfach komplett umgedreht. Es wurde einmal komplett umgedreht. Ist es immer noch ein Thema? Ja, weil es halt immer noch so viele schlaue Leute gibt, die immer sagen, kann mir das egal sein, die aber einfach keine Ahnung haben, aber sich gleichzeitig auch nicht dafür interessieren. Das interessiert die einfach gar nicht. Die wollen das einfach so drehen. Weiter geht's. Ist das heute nicht Berichterstattung? Nein, das hat mit Berichterstattung null zu tun, gar nichts. Das ist einfach nur sich aufregen wollen über etwas oder vielleicht irgendwas, das macht irgendwas in deinem Kopf, dass du Sachen falsch verstehst, ja, und dann irgendwie anders hindrehst, als ich die gesagt habe, aber du hast sie vielleicht so verstanden, weil du die mit irgendwas vermengst in deinem Schädel und dann geht's wieder los. Und dann Hauptsache gleich losschreien. Nicht nachfragen, ob das wirklich so ist oder sonst irgendwas, sondern einfach gleich losschreien, das ist das Beste. Guck, natürlich gibt es auch moderne Kinderserien, die gute Werte vertreten. Und natürlich muss nicht jede Kinderserie immer moralische Werte mitgeben. Und natürlich gibt es auch alte Cartoons, die ich kacke finde. Guckt euch zum Beispiel Ren & Stimpy an. Dieser Cartoon versucht einfach möglichst eklig und unanständig sein, wo ich mir denke, okay, und wo ist das jetzt lustig? Mit anderen Worten, ja, man kann das nicht immer verallgemeinern. Aber es gibt schon irgendwo einen Zeitgeistwandel. Und ich muss sagen, den neuen finde ich persönlich nicht so geil. Ich fand Ren & Stimpy lustig. Aber ich finde eklige Sachen lustig. Ich weiß nicht warum. Und die waren teilweise wirklich, oh, die waren sehr grenzwertig. SpongeBob ist ein gutes Beispiel. Die alten Staffeln waren natürlich vom Pacing her ein bisschen langsamer, aber die Jokes viel kreativer und die Serie hat sich ständig selbst auf die Schippe genommen. Ich kann die Einladung nicht lesen. So wie es aussieht, hat der Verfasser keine Ahnung von den physikalischen Gegebenheiten des Lebens unter Wasser. Naja, was soll's, werfen wir sie ins Feuer. Das ist voll genial. Und die späteren Staffeln wurden irgendwie immer unkreativer, plumper, ekliger. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich gucke gerade Ren & Stimpy. Ist nur meine subjektive Wahrnehmung, aber ich habe das Gefühl, dass heutzutage es nur darum geht, die Aufmerksamkeitsspanne möglichst hoch zu halten, plump zu unterhalten, Werte und Moral ist scheißegal. Und damals durfte man sich mehr Zeit lassen. Es durfte mal ernster sein. Die haben sich mehr getraut. Man durfte sogar ernsthafte Probleme in der Gesellschaft ansprechen. Frage an die Community. Bin ich einfach nur nostalgisch? Nein. Oder sind Kinderserien über die Zeit tatsächlich schlechter geworden? Schreibt eure Meinung mal unten in die Kommentare, weil... Von den gezeigten Beispielen würde ich ihm beipflichten. Und vor allen Dingen mit dem Video, was wir davor gesehen haben von Dr. Watson, das passt einfach sehr gut zusammen. Das passt sehr gut zusammen. Es ist einfach nur noch, wie gesagt, also Quantität über Qualität. Du willst den Mangel an Konsistenz, willst du einfach totplärren. mit schnellen Schnitten und laut und in dem Fall von SpongeBob zum Beispiel gerade ekelhaft oder so. Ja. Ich glaube, dass es sehr oft passiert. Das würde mich wirklich interessieren. Es würde mich unterstützen, wenn ihr mich abonniert und wenn ihr das Video euren Freunden teilt. Hier geht's zum letzten Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschö. Danke, Vic. Vielen Dank. Ich schicke euch mal den Link und ich lasse jetzt auch mal selber ein Abo da. Habe ich nämlich mit dem Channel noch nicht gemacht. Bub abonniert und bub ein Däumchen hoch und ich schicke euch gleich mal den Link raus. Das hat sehr gut gepasst zu dem Video davor. Sehr, sehr gut.